Guten Tag, meine Damen und Herren. In den nächsten Minuten beschäftigen wir uns mit der Momentum-Strategie. Spezialist auf dem Gebiet ist Ralf Görke von momentuminvestor.de. Herr Görke, Ende August mehrten sich die Stimmen, die vor einem möglichen Crash an der Börse gewarnt haben, jetzt im Monat September. Die Stimmen sind inzwischen leiser geworden, um nicht zu sagen verstummt. Sie sagten vor 3 Wochen an dieser Stelle, dass Sie eine Crash-Gefahr nicht erkennen können. Wie sehen Sie jetzt die Situation im weltweiten Aktienklima? Also die Börsen zeigen sich im September doch von einer ganz anderen Seite und auch der Monat September ist zumindest jetzt, wir sind ja etwa in der Mitte dieses Monats, alles andere als ein Crash-Monat, wie ja noch vor einigen Tagen befürchtet worden war. Ich habe gestern nochmal ausgerechnet, die 50 internationalen Indizes, die ich beobachte, liegen seit Ende August im Durchschnitt um 4,5% im Plus. Und von den 50 internationalen Börsenindizes weisen 48 immerhin ein Plus auf. Das heißt, sie sind seit Ende August gestiegen, um eben diese durchschnittlichen 4,5%. Und von daher ist der Monat September, der Angstmonat in diesem Jahr zumindest bisher, kann man sagen, nicht dieser Angstmonat. Sicherlich, das muss man sagen, hat dazu auch beigetragen, dass doch die Reaktion von Syriens Präsident Assad, die Chemiewaffen unter internationale Kontrolle zu stellen und auch so schnell hier nachzugeben, dazu geführt, dass doch erstmal den Börsen, man kann sagen, ein Stein vom Herzen fiel und zumindest vorübergehend eine Zuspitzung dieser Krise in Syrien vom Tisch ist, wenn auch das Thema natürlich nicht gänzlich vom Tisch ist. Die Börsen sind erleichtert. Wir können es hier in der ersten Abbildung sehen, wie sich das internationale Aktienklima darstellt und auch die technische Verfassung der Börsenindizes in dem ersten Diagramm. Das ist ein Balkendiagramm, da habe ich 7 verschiedene Balken, die die technische Verfassung in den internationalen Indizes zeigen. Rote Anteile sind eben Börsenindizes, die in einer technisch schlechteren Verfassung sind und die blauen Anteile stehen für Börsen, die in einer technisch guten Verfassung sind. Wir sehen hier die 3 linken Balken, das sind die kurzfristigen Indikatoren in den jeweiligen Indizes und die 4 rechten Balken, das sind mittel- und langfristige Indikatoren. Und in all diesen Bereichen sehen wir derzeit, dass wir sehr viel mehr Börsen haben, die in einer technisch guten Verfassung sind und von daher stellt sich dieser Monat bisher zumindest ganz anders dar. Es wäre jetzt sehr, sehr überraschend, wenn aus dieser technischen guten Verfassung noch ein sehr starker Abschwung käme. Da müsste schon wirklich politisch etwas sehr Gravierendes passieren. Dass sowas ja relativ schnell passieren kann, das hatten wir jetzt gerade auch erlebt. Sie haben es ja gesagt, eben im positiven Sinne, dass es da zunächst einmal nach einer Entspannung in Syrien aussieht. Und der Monat ist ja gerade mal halb rum. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn jetzt aus dem, was Sie gerade gesagt haben? Ja, also wenn wir uns uns das allgemeine Aktienklima ansehen, dann können wir schon sagen, wir sind weltweit zurzeit in einer technischen guten Verfassung. Das zeigt auch in der Abbildung 2 der Aktienklimaindikator, der das Momentum, also die Schwungkraft im Durchschnitt von 50 internationalen Indizes misst. Wir haben ihn jetzt wieder im positiven Terrain und auch den gleitenden Durchschnitt, der noch als Filter dient, der ist ebenfalls im positiven Bereich, wie ich das hier in dieser zweiten Abbildung mit dem schwarzen Pfeil gekennzeichnet habe. Und der Indikator selbst ist auch über diesen gleitenden Durchschnitt. Und das ist die beste Verfassung, die wir haben können. Und das ist eben halt für viele sicherlich überraschend, dass gerade dieses Signal, also es ist ja ein sehr positives, bullisches Signal, dass dies jetzt gerade im September auftaucht, gerade in diesem kritischen Monat. Was auch überraschend ist, Herr Görke, ist, dass Sie eine interessante Aktie mitgebracht haben aus chartiger Sicht. Und das ist Infineon. Das werden jetzt relativ wenige auf der Rechnung haben. Ja, Infineon ist von daher sehr interessant, weil sie offensichtlich dabei ist, aus einer sehr, sehr langfristigen Konsolidierungsphase nach oben auszubrechen. In der Abbildung 3 habe ich mal das Chartbild der Infineon-Aktie über einen Zeitraum von 4,5 Jahren vorbereitet und man kann erkennen, dass diese Aktie in einem Trendkanal, der leicht abwärts gerichtet ist, seit Mitte Februar 2011 verläuft. Und sie stößt jetzt an den oberen Rand dieses Trendkanals
Und sollten wir also tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen Kurse über 7,50 Euro und in Richtung 8 Euro gehen, dann kann man also wirklich sagen, dass die Aktie aus diesem sehr langfristigen Trendkanal nach oben hin ausgebrochen ist. Und wenn eine solche Konsolidierungsphase zu Ende geht, dann könnte es auch sein, dass wir bei Infineon in den nächsten Monaten durchaus Kurse sehen werden, die in Richtung 8 oder 9 oder vielleicht sogar 10 Euro gehen könnten. Das wären ja auch interessante Kursziele für Commerzbank, oder? Ja, die Commerzbank-Aktie gehört zu den Wochengewinnern dieser Woche, kann man sagen. Sie hat bisher bis einschließlich Donnerstag immerhin seit letztem Freitag über 10% zugelegt. Und die Commerzbank-Aktie ist tatsächlich seit vielen, vielen Monaten wieder mal auf dem ersten Platz meiner relative Stärkerangliste. Ich habe in der Abbildung viermal die Tabelle mitgebracht, wie sie sich derzeit gestaltet, und zwar die ersten fünf Aktien. Die sind nach der relativen Stärke in der Spalte rechts außen sortiert. Und wir können erkennen, die Commerzbank-Aktie, die in der letzten Woche noch auf Rang 4 war, ist durch den Anstieg jetzt auf den ersten Platz katapultiert worden. Und in einem positiven Umfeld kauft man halt relativ trendstarke Aktien. Und dazu gehört derzeit die Commerzbank-Aktie in jedem Fall. Wenn man jetzt diesen Chart der Commerzbank nehmen würde und man würde die Währungsseite einfach mal wegschneiden und den Zeitstrahl ein bisschen ändern, dann hätte es auch eine Versorgeraktie sein können bei E.ON und RWE. Da sehen wir auch irgendwie, dass man da versucht, einen Boden zu finden, vielleicht sogar einen Doppelboden auszubilden. Würden Sie E.ON und RWE im Moment kaufen? Also auch E.ON und RWE haben prozentual zweistellig zugelegt. Das ist ja wirklich selten, dass wir im DAX eine Phase haben oder eine Woche haben, in der Aktien prozentual zweistellig zulegen. Und dazu gehören diese Woche auch die RWE, die E.ON, aber auch die Kali- und Salz-Aktie. Aber gerade E.ON und RWE haben 12% oder 13% zugelegt und sind natürlich im Ranking dadurch auch sehr stark gestiegen. Die RWE-Aktie, die letzte Woche noch auf Rang 27 war, liegt jetzt auf Rang 15. Die hat einen Boden gebildet um 21 Euro circa. Und noch deutlicher kann man das bei der E.ON-Aktie sehen, die zurzeit von Rang 15 auf Rang 10 gestiegen ist. Die hat bei 12 Euro einen Boden gebildet. Beide zeigen sehr schöne Wochenkerzen mit einem entsprechenden Volumen auch. Und es könnte tatsächlich sein, dass hier in den Versorgern endlich mal ein Turnaround nach dieser langen, wirklich langen Durststrecke, die diese Aktie ja jetzt hinter sich haben, dass hier ein Turnaround wirklich eintrifft. Und von daher kann man sich diese Aktien auch näher anschauen. Das ist richtig, ja. Stichwort Durststrecke. Beim Goldpreis oder beim Gold sehen Sie auch eine relativ lange Durststrecke. Im letzten Interview vor 3 Wochen hatten Sie gesagt, irgendwie eine langfristige Trendwende im Goldpreis können Sie nicht erkennen. Jetzt 3 Wochen später, hat sich da die Meinung geändert vielleicht? Nein, das kann ich nicht bestätigen. Auch gerade in den letzten Tagen durch die Entspannung in Syrien sieht man, wie stark dann doch wieder der Abverkauf wird beim Gold. Wir sind doch wieder deutlich zurückgekommen und da wird also auch sehr schnell wieder Kasse gemacht, wenn man mal günstig in den letzten Wochen eingestiegen ist. Wir hatten ja eine Erholungsphase, aber wenn wir uns mal die letzte Chartgrafik ansehen, dann sieht man immer noch, dass wir in einem abwärtsgerichteten Trendkanal sind unter der 200-Tage-Linie. Wir konnten in dieser Erholungsphase nicht einmal das Mittel dieses Trendkanals nach oben durchbrechen, geschweige denn bis zur 200-Tage-Linie kommen. Ich kann hier aufgrund des Verlaufes zwar eine Erholung erkennen, aber eine Trendwende, die liegt meines Erachtens beim Gold noch in weiter Ferne. Von daher alles wie gehabt, Gold hat weiterhin die Hauptrichtung nach Süden. Der Krisenmonat September wird seinem Namen, seinem Ruf in diesem Jahr, zumindest so die Halbzeitbilanz, nicht gerecht. Ralf Görke, vielen Dank, wir sind hier. Ich bedanke mich auch, Herr Groß, auf Wiederhören. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.